Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Commentary auf meinem Kanal. Ja, im Hintergrund seht ihr MW1, wie versprochen, aber kein Live-Commentary, sondern nachkommentiert. Einfach aus dem Grund, dass hier das die erste Runde war, die ich MW1 gespielt habe, seit ungefähr einem Jahr oder zwei, ja, ne, 6 Monaten, 7 Monaten. Und dazu kommt auch noch, dass ich MW1 ja auch wirklich nur 30 Spielstunden habe, 20 Spielstunden habe, also wirklich nicht gut drin bin. Und, ja, ich einfach keinen Nerv hatte für ein Live-Commentary und dann hab überlegt, ja, nimmst du einfach mal auf, zack, erste Gameplay, direkt eben was geworden. Es ist nicht das Schönste, mein Aiming ist ein bisschen fail, das heißt, ich scope relativ lang drauf. Nachher, wenn ich mit den anderen Waffen spiele, mache ich große Fails, die eigentlich nicht sein müssten. Zum Beispiel das hier ist auch lame, aber es ist halt, ja, was ganz anderes als MW2 zu spielen oder so. Das werde ich auch gleich ein bisschen erklären, denn es ist gleich auch ein bisschen mein Thema. Das Erste, was man auf jeden Fall noch sagen kann, sind so ein bisschen die aktuellen News oder die aktuellen Feeds. Das wird so sein, dass ich, wenn ich zwischendurch welche habe, die einfach immer vor das Video kloppen werden. Das heißt, ein aktueller News für den PC ist auf jeden Fall MW3 und da ist es so, dass die Map Terminal in den Playlists reduziert wird. Es ist auf jeden Fall so, dass im Moment sehr, sehr häufig Terminal kommt als Map in den ganzen Spielmodis und sowas. Und da wollen wir es halt so machen, dass dieses Spiel weniger kommt und oder diese Map weniger kommt. Dazu kann man auch sagen, dass Black Ops 2 3D-Support hat und FOS-Slider und optionale PS3-Installation. Das heißt, man kann auf der PS3 irgendwas optional installieren. Was genau, habe ich keine Ahnung von. Man könnte jetzt einfach mal hier gucken. Hier steht es irgendwo bestimmt bei. Lalalala, aber bevor ich mir das durchlese, da habe ich gar keine Lust zu. Und FOV-Slider ist natürlich auch richtig geil, dass dann wieder FOV dabei ist. Aber es hätte eh wieder der eine Typ da was entwickelt, von daher ist das jetzt nicht so schlimm. In Beschreibung werde ich natürlich auch nochmal den Black Ops 2 Song reinballern, der jetzt da ist. Und ja, das war's eigentlich dazu. Mein Spiel kann man noch sagen, was spiele ich hier oder welche Map. Es ist, glaube ich, Crossfire, Kreuzfeuer auf Deutsch, hört sich ein bisschen scheiße an. Die ganzen MW1 Maps hören sich an sich sau scheiße auf Deutsch an. Da gibt's ja dann Vorstoß oder sowas, das ist richtig lame. Ja, ich spiele hier, bin hier angefangen mit der, keine Ahnung, Sniper-Standard-Klasse. Ich war, glaube ich, Level 2 oder sowas. Weil ich musste mir das erst neu installieren und dann, ja, beim Installieren musste ich erstmal gucken, wo kriege ich das Spiel her. Weil das gibt es ja nicht zum Downloaden gratis oder so. Sondern da musste ich mir natürlich dann legal von einem Kumpel das Spiel ausleihen, das installieren. Dann hatte ich auf einmal beim CD-K oder meinem CD-K, den ich besitze, fehlte bei dem ersten vier oder es sind immer vier Zahlen oder vier Buchstaben pro Spalte, fehlten beim CD-K bei dem ersten, hatte ich auf einmal nur 3 stehen in meiner Textdokumentdatei. Ja, und dann durfte ich erstmal da 10-mal rumraten, bis ich dann den richtigen Buchstaben gefunden hatte und es dann endlich funktioniert hat. Und ja, hier ist die Standardklasse zwischendurch, AKU-Pick, AK-Pick, MP5-Pick. Ich werde hier ein paar mehrere Waffen aufnehmen, einfach aus dem Grund, ja, dass ich sehr gerne oder ich in diesem Spiel MW1 lieber eine vernünftige Secondary, also Primary oder sowas da noch mit habe. Also eines Primary, Secondary, so kann man sagen. Das heißt, das Waffenswitchen geht nicht wirklich viel langsamer als wenn man eine Pistole hat. Klar, ein bisschen langsamer, aber ich finde es nicht so schlimm und man kann trotzdem relativ gut spielen. Dazu kommt noch, dass dieses, weil ja viele Leute spielen ja mit Waffe-Switch, so wie ich jetzt hier gerade gemacht habe, und das nervt bei MW2 und sowas, nervt es halt oder suckt, weil das Waffen-Switch dann so verborgen ist oder so kaputt geht. Hier finde ich es nicht, deswegen kann man hier ruhig so spielen oder ich spiele gern so. Ja, was kann man noch sagen? Ja, hier kommt AKU-Pick. Ja, an sich zum Spiel, ja, kann man eigentlich nicht mehr sagen, außer dass es halt für mich ein recht akzeptables erstes Gameplay war. Und ja, kommen wir einfach mal zu dem Thema, das ich heute ansprechen möchte. Und das Thema ist natürlich, wenn man im Hintergrund schon MW1 hat, die Entwicklung von Call of Duty. Die Entwicklung einfach von ganz Call of Duty, was bis jetzt verändert hat oder was am Anfang mal war, was jetzt nicht mehr ist. Fangen wir einfach mal mit ganz vorzeitigem Spiel an und das ist Call of Duty 1. Call of Duty 1 ist ein sehr, sehr altes bzw. älteres Call of Duty Game, bzw. das erste, und kam raus 2003 oder sowas, steht hier, oder? Ja, ey, nachlesen. Hier steht 2003, kam Call of Duty so spät raus, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hier steht 6. November 2003, war für die Plattform PC Nokia N-Gage, da gab es ja dieses komische N-Gage-Handy, was in der Werbung kam, und dieses N-Gage und PlayStation 3, Xbox 360 gibt es auch wohl, aber da heißt es dann halt nicht Call of Duty, sondern Call of Duty Classics. Ja, dieses Spiel war dadurch geprägt, beziehungsweise es hat halt die ersten Ego-Shooter-Phasen, beziehungsweise ganzen FPS-Sachen von Counter-Strike aufgegriffen, von Quake aufgegriffen, und hat das alles in den Zweiten Weltkrieg verändert und ein bisschen in den Zweiten Weltkrieg gesetzt, und war ein sehr schönes Spiel. Man hatte auch nicht mehr dieses, ich weiß nicht, dieses, dass der Bildschirm rot wird, wenn man weniger Leben hat, sondern man hat ein Lebensanzeige ganz normal, und eine neue Erweiterung bzw. ein neues Feature da in den FPS-Sachen, also im Ego-Shooter-Bereich, war, dass man dann Inscope gehen konnte. Das heißt, man konnte rechte Maustaste drücken, Inscope gehen. Das gab es vorher nicht wirklich bei anderen Spielen, und ja, es war eine kleine Erweiterung bzw. was Neues und dann noch die neuen Spielmodis, die es dann gab, und
Ja, das dazu. Jetzt bin ich aber ein bisschen durcheinander gekommen. So, danach kamen irgendwelche Add-ons, Call of Duty Finest Hour und sowas. Das ist langweilig. Kommen wir zu Call of Duty 2, was ein bisschen auch die ganze Welt verändert hat, beziehungsweise die ganze Call of Duty-Ära. Call of Duty 2 wurde einfach erstmal dieses Blue Screen oder ne, Red Screen, würde ich es mal sagen, dass man, wenn man leicht angeschossen wird, dass man keine Lebensanzeige mehr hat, sondern stirbt. Und dann, wenn man sich wieder regeneriert, dann, ja, dann. Wusste Gulasch, würde ich sagen. Ja, dann kommt man wieder zurück. Ja, und jedes Call of Duty oder ungefähr die ersten paar Call of Duty haben sich immer einen Film als Vorsteller genommen. Das heißt, man kann mal eben sagen, Call of Duty 1 war an Soldaten so eingepackt. Call of Duty 2 müsst ihr euch mal angucken. Der Film heißt, wie heißt der jetzt? Enemy at the Gates heißt der auf jeden Fall auf Englisch, aber ich weiß gar nicht mehr, wie auf Deutsch heißt. Ich glaube, ist scheißegal. Enemy at the Gates, müsst ihr einfach mal nachgoogeln. Ist relativ geil. Weil es die Szene oder mehrere Szenen auch genau exakt übernommen auch im Spiel gibt. Und das ist saugeil gelungen. Und rockt auf jeden Fall genau wie Call of Duty 5. Also 3 war mir dann, 3 war so ein, wie nennt man das halt, so ein Exklusivtitel für Xbox 360 und sowas. Das hat auch nicht wirklich funktioniert. Und ja, haben auch nicht wirklich viele Leute gespielt. Ja, danach kam Call of Duty 4. Call of Duty 4 hat natürlich sehr, sehr viel in der ESL-Richtung verändert, hat die ganzen Ligen herausgefordert, viele Ligenspiele. Ja, man hat sehr, sehr viel in Ligen gearbeitet und da gespielt, den Pro-Mod entwickelt, durch den Pro-Mod dann halt noch mehr auf diese ganzen ja, Pro-High-Skill-Bereiche da oder nicht von den Casual-Gen abgeleitet versucht, gute Spiele spielen zu können. Das heißt, man hat auch so meiste Server-Browser. Call of Duty waren noch nicht in dem Moment, noch nicht in der Ära, wo sie versucht haben, viel Geld zu verdienen, sondern sie wollten Geld verdienen und nebenbei ein gutes Spiel entwickeln. Ja klar, ab Black Ops, ab MW2 war es dann so, viel Geld verdienen, der Rest ist mir scheißegal, gekauft wird's eh. So kann man ja ehrlich mal sagen, ist es. Jeder kauft und denen ist es eigentlich scheißegal. Sie denken sich einfach Hauptsache Geld. Das war aber Call of Duty 4 und bei 5 auch noch nicht so. Das heißt, man hat wirklich versucht, ein gutes Spiel zu entwickeln, neue Features reinzubringen, wie zum Beispiel bei Call of Duty 5, dass man diesen Panzer hat, den man fahren kann. Die verschiedenen Handlungen, die gewechselt haben, wirklich, dass die detailliert von irgendwelchen Filmen oder sowas übergreifend einfach Missionen übergenommen haben. Es gibt zum Beispiel in Call of Duty 5, gibt es eine Mission, wo man einen Brunnen legt, die kennt bestimmt jeder, am Snipen ist ein russischer General oder das ist ein Genosse, Kommissar, ein Kommissar ist das, bla bla bla, zu einem sagt, ja, nimm das Gewehr, ich kann nicht schießen, meine Hand ist kaputt. Und genau diese Szene gibt es in dem Film, der heißt Enemy at the Gates, hatte ich ja gerade schon gesagt, Duell heißt der. Einfach mal nach Google nach der Szene, Duell, Sniper, Szene oder sowas. Genau diese gleiche Szene gibt es einfach im Film. Und es ist einfach saugeil, wenn man abends auf dem Sofa sitzt, einen Film guckt und einfach genau diese Szene sieht und einfach denkst du, so, Alter, genau das habe ich schon zweimal durchgespielt, was ist denn hier los? Und ich finde es einfach geil, wenn man versucht, Spiele mit Filmen zu verbinden. Das heißt, wenn man aus den verschiedenen Spielen und Filmen einfach das Beste rausnimmt, das verbindet, finde ich, ist es einfach richtig nice und rockt auf jeden Fall. Ja, klar, dann in World at War, also in Call of Duty 5, gab es dann den Koop-Modus, der ja nicht so viel gespielt wurde und natürlich den Zombie-Modus. Der Zombie-Modus war am Anfang einfach nur Erweiterung für die Leute, erstmal für die amerikanischen Spieler, also nicht für die Deutschen, also amerikanisch alle, die ankert hatten, Deutschland nicht. Und es war mehr ein Feature dafür, dass wenn man das Spiel durchgespielt hat, hat man den Zombie-Modus freigespielt und konnte dann auf einer einzigen Map ohne alles, also nur mit Waffen, ja, spielen und ganz normal gegen die Zombies überleben. Nachher hat man das dann erweitert, das heißt, man hat neue Maps reingebracht und hat sich überlegt, ja komm, wir müssen das ein bisschen länger lebend machen, sodass es nicht nach 10 Runden vorbei ist. Hat dann die ganzen Perks eingebaut, die Waffenkiste, Raygun, Wunderwaffen und alles Mögliche und hat dadurch das Spiel halt immer mehr ins Rollen gebracht, was man dann natürlich auch nachher in Black Ops gesehen hat. Sind wir jetzt mal bei MW2? MW2 baut auf MW1 auf, finde ich vom Spielverhalten auch relativ gleich, außer dass mir die Steuerung bei MW2 ein bisschen einfacher vorkommt, das heißt griffiger. Bei MW1 merkt man beim Movement, dass man beim Movement noch was können muss. Also wenn man wirklich gutes Movement hat, gehen wir jetzt mal nicht von den Konsolen aus, da tut mir leid, aber auf PC ist halt so das Movement wichtiger und auch besser. Und da sieht man halt, dass man durch Strafen, durch Bunnyhoppen und sowas auch sehr, sehr viel aushalten kann, was bei MW2 schon gar nicht mehr wirklich funktioniert. Da ist es einfach, ja, dann. Da kann man es einfach knicken und das Movement ist einfach nicht so geil wie zum Beispiel bei MW1. Und ja, was hat sich da verändert? Bei MW2 ist es angefangen, dass das über Steam laufen ließen. Das heißt, es war der erste Titel, der über Steam lief. Und es hat natürlich viele Leute aufgeregt, dass es dann wieder dieses Steam-Scheiße gab. Dann gab es das IWNet. Das heißt, man musste über Lobbys connecten. Und viele Leute fanden das einfach scheiße und langweilig. Für mich war es eins der besten Call of Duty, einfach aus dem Grund, dass ich ja Such und Sucht übelst gebockt hat und ich einfach alles gerockt habe in der Zeit. Ja, kommen wir zum nächsten. Black Ops, was kann ich dazu sagen? Eigentlich genau die gleiche ausgelutschte Scheiße wie Call of Duty an sich. Nur, dass es den Zombie-Modus ein bisschen überarbeitet gab. Es die 3D-Grafik gab es auch in Mehrspiele, aber ich glaube, die wurden nie benutzt. Ich wusste gar nicht, dass die gibt. Und natürlich
diese ganzen, wie heißt der nochmal, wie heißt nochmal, diese verbotene Szene, die es auch in MW2 gab. In MW2 gab es eine verbotene Szene oder eine verbotene Mission, ne? Die hieß No Russian. Und in Black Ops gab es eine rausgekattete Szene in Deutschland, beziehungsweise anderen Ländern auch, wo jemand mit einer Schere da abgeht und steil geht und sowas. Ja, auf jeden Fall, das haben sie rausgeschnitten, ist jetzt auch nicht wirklich handlungswichtig oder relevant, aber naja, ich hätte es gern gesehen. Ich habe es mir nachher im Interview bei YouTube anguckt und dachte, so, boah, das muss ja über die krasse Szene sein, wenn man das rausschneidet. Und was war's? Ultra langweilig, ernsthaft. Da kannst du auch einmal den Zombie-Modus spielen, irgendjemand in den Kopf schießen, da passiert mehr, als wenn du diese dumme Szene siehst. Ich fand es total behindert, deswegen so einen Aufstand zu machen. Ja, was kam nach Black Ops? Nach Black Ops kam MW3. MW3 wisst ihr alle, wie ich darüber denke. Ich glaube, ich muss das sogar nicht weiter ausdehnen oder irgendwie drüber erzählen. Ich kann einfach nur sagen, MW3, ich habe es den ersten Tag gespielt und fand es geil. Den zweiten Tag gespielt und fand es geil. Am dritten Tag war es dann so, dass es Host Migration gab, Lags gab's, Hit Detection gab, war total fail. Danach habe ich mir überlegt, spielst du noch eine Woche weiter, habe noch eine Woche gespielt und seitdem das Spiel eigentlich nicht wirklich angerührt, habe, glaube ich, ungefähr 70 Spielstunden. Viele Leute würden jetzt sagen, das ist viel. Man muss aber überlegen, dass ich in 2 Tagen in Borderlands fast 30 Spielstunden gemacht habe oder auf 20 Spielstunden. Das heißt, wenn man ein Spiel richtig suchte, dann geht sowas sehr, sehr schnell vorbei. Und ja, danach kommt jetzt Black Ops 2 und Black Ops 2 erscheint am 23., am 13. November. Ich habe es auf jeden Fall vorbestellt. Vorteil oder eine kleine Sache für die Steam-Leute, das heißt für die PC-Leute. Ihr könnt es vorbestellen bei Amazon, bekommt dann die Nuke 2025 Map gratis. Dann geht ihr bei Steam hin und bestellt euch den Exklusivtitel. Dadurch bekommt ihr für 10 € Call of Duty 5 gratis. Ihr bekommt, weil das wird dann auf die Deluxe-Version hochgepusht, ihr bekommt Call of Duty 5 gratis, ihr bekommt die Nuke 2025 gratis und ihr bekommt die Nuke 2025 Zombie-Modus-Karte gratis. Das für 10 € Aufpreis. Das ist richtig nice. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen, einfach mal so einen kleinen Eindruck in die Call of Duty-Richtung zu geben. Ich bin raus und wenn euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn nicht, natürlich einen Daumen runter. Und meine kleine Videofrage an euch ist: Welches ist euer Lieblings-Call of Duty und warum? Und welches hasst ihr wie die Pest und warum? Ja, auf jeden Fall, morgen kommt Real Life Talk. Battlefield 3 Rush, habe auch schon was aufgenommen. 10er KD wird wohl reichen und ist ein relativ geiles Rush, weil es einfach sauschnell spielt ist. Also 8 Minuten geht es, glaube ich, nur. Wir sind einfach durchgerannt, ein bisschen Chopper-Action und wieder durchgerannt. Von daher, ja, bis morgen, euer Max und jupp.